Wann bist du das letzte Mal in deinem Leben so richtig wütend geworden? Wut kann sehr viele Sachen in uns auslösen. Unter anderem zum Beispiel, dass gerade die Menschheit das Meer mit Plastik vergiftet oder wenn dein Partner wieder mal die berühmte Zahnpastatube offen gelassen hat. Jetzt ist es in diesem Beispiel relativ einfach zu sagen, was jetzt moralisch vertretbarer ist. Aber dein Körper, den ist das egal. Wenn in ihn Wut hochkommt, egal aus was auch immer, dann ist der Wut wütend, dann ist Wut da. Und wenn du wütend bist, dann kannst du auch nicht klar denken. Dann bist du in einen Tunnel drin, dann bist du in Angriffmodus. Und ich lade dich da auch ein, da auch milde zu dir zu sein und dich nicht allzu sehr zu verurteilen, wenn dich vielleicht auch Sachen, von denen du genau weißt, dass sie eigentlich nicht wichtig sind, wütend machen. Schauen wir uns mal die Wut ein bisschen genauer an. Die Wut ist nämlich eine extrem wichtige Kraft, durch die wir es schaffen, alte Zustände zu verlassen. Eine Wut ist so eine große Kraft, die uns ermöglicht, Neues zu erschaffen. Und zwar aus dem Aspekt heraus, nicht irgendwie, ich muss jetzt das Alte alles kaputt machen, sondern aus dem Aspekt heraus, jetzt reicht's. Ich habe genügend von meiner Situation, von der Beziehung, wo ich gerade bin, von dem Job, wo ich gerade bin, von den Umständen, wo ich gerade bin. Dadurch haben wir die Kraft heraus, wirklich etwas zu verändern. Deswegen, wenn du das nächste Mal Wut verspürst, dann fühl sie und frage dich, wie kann ich die nutzen? Wie kann ich die nutzen? Im besten Fall auch dahin nutzen, dass ich mein Leben in die Bahn lenke, in die Bahn verändere, die ich mir auch für mein Leben wünsche.